Esser. Ich unterrichte am Angela Merici Gymnasium in Trier. Das ist ein bischöfliches Gymnasium und eine reine Mädchenschule. Ich leite dort eine Schülerarbeitsgemeinschaft oder Schülerinnenarbeitsgemeinschaft Umwelt. Und wir haben zusammen mit der Schulleitung an diesem Projekt Zukunft ankaufen teilgenommen. Die Schülerarbeitsgemeinschaft Umwelt hat sich jetzt umbenannt in Mitwelt AG, um deutlich zu machen, dass wir alle sozusagen der Geschöpflichkeit unterliegen und dass wir alle einen geschöpflichen Wert haben und verpflichtet sind und uns verpflichtet fühlen, sorgsam mit den Ressourcen dieser Erde, aber auch mit den Menschen umzugehen. Ja, was haben wir gemacht im Bereich des Projektes? Wir haben die Checklisten bearbeitet. Wir haben eine Einkaufs-AG, ökologische Schulmaterialien, also Hefte aus Ökopapier und Ökostifte und sowas. Wir haben also im Kopierbereich dafür gesorgt, dass andere Papiersorten eingeführt werden, dass Vorder- und Rückseite kopiert werden. Und vor allen Dingen, da wir etliche Frustrationen hatten bei Dingen, die nicht gingen, also beispielsweise im Heizungsbereich, wir haben Messungen durchgeführt, festgestellt, dass also die Temperatur zu hoch ist. Und da gab es aber keine Reaktion und auch keine Änderung. Im Bereich Wasser ebenfalls wenig, haben wir gedacht und haben die Schülerinnen gedacht, jetzt das große Rad zu drehen und die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich keine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Wir haben ein großes Flachdach auf dem Schulgebäude. Und diese Idee wurde aufgegriffen oder habe ich aufgegriffen und eine Bewegung entfacht, die jetzt dazu geführt hat, dass an der Schule ein Solarverein gegründet worden ist, bestehend aus Eltern und Lehrern. Und der Solarverein hat sich eine Satzung gegeben, die besagt, wir möchten gerne die Bildung in Nachhaltigkeit an der Schule verstärken und nicht nur verstärken, sondern fördern und auch finanzieren. Und zu diesem Zwecke werden wir auf dem Dach der Schule ein Solarkraftwerk errichten, etwa mit 35 Kilowatt Peak. Finanzierung ist durchgerechnet und wir hoffen, dass die Anlage in ungefähr Ostern stehen wird.